Jage ihm nach, heißt es im Psalm 34. Wem will ich hinterherjagen? Ich möchte die Lebensfreude jagen, wie ein Hund, der einem Ball nachjagt. Ich möchte die Sonne jagen, spüren, wie sie meine Wangen wärmt. Ich möchte ein Lächeln jagen. Aus dem Fenster oder über die Gartenzaun hinweg jemanden anlächeln, bis zurückgelächelt wird. Ich möchte Zufriedenheit jagen, mich einfinden in die momentane Situation. Ich möchte auch Trost jagen, offen sein für liebe Worte. Ich möchte Hoffnung jagen, zuversichtlich sein. Ich möchte Beistand jagen, an die denken, die jetzt alles geben. Ich möchte Fröhlichkeit jagen, die schönen Dinge sehen. Ich möchte Dankbarkeit jagen, an die denken, die jetzt alles geben. Ich möchte Dankbarkeit jagen für jeden positiven Wink von dir, Gott. Ich möchte Segen jagen, den es von dir gibt, Gott. Du sprichst, suche den Frieden und jage ihm nach. Das will ich. Hallo, schön, euch wiederzusehen. Na, zumindest ihr mich. Wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, seid herzlich willkommen. Es war ein schönes Gebet, oder? Ich fand es auf den Internetseiten coronagebet.evangelisch.de, eine meiner Entdeckungen dieser Woche. Mit diesem Sonntagsvideo wollen wir eine Art persönlichen Wochenrückblick geben. Glaube und Freude und Leid miteinander teilen. Im ersten Sonntagsvideo letzte Woche hatten wir euch gebeten, einen Gruß uns zu schicken aus eurem Alltag. Und das haben ganz viele gemacht. Wir haben uns riesig gefreut und sagen ganz herzlich Danke. Also kommt auch ihr heute zu Wort. Ich lese einfach Ausschnitte aus euren Rückmeldungen und Lukas zeigt euch die entsprechenden Bilder und Videos. Ein seltsames Gefühl, allein vorm Bildschirm zu sitzen. Ich bete dafür, dass die Senioren unserer Gemeinde das Angebot der Nachbarschaftshilfe nutzen und hoffentlich alle gesund bleiben. Habe den Tag genutzt, ein Fotoalbum von 1925 einzuscannen. Da stand der Taufstein noch in der Mitte. Über die Taufe kommen wir zu Gott. Ein gesprochenes Gebet oder ein gesprochener Segen im nächsten Video wären schön. Eine gute Woche und freundliche Grüße. Wir pflegen die Kontakte einfach virtuell. Zusammen virtuell puzzeln, Hausaufgaben machen und lernen ist auch möglich. Unser Alltag besteht zurzeit aus Lernplänen und Lernvideos erstellen, Lernpläne abarbeiten und schauen, dass es unseren zwei Kleinen gut geht, die natürlich auch spüren, dass irgendetwas anders ist als sonst, kein Kindergarten, keine Freunde treffen. Und in der ganzen unwirklichen Zeit versuchen, das Beste draus zu machen, in der Familie zusammenhalten, gemeinsam beten, spielen, lesen, basteln, zum Glück einen Garten haben, spazieren gehen und füreinander da sein. Wir versuchen trotz allem, die Zeit als Familienintensivzeit zu nutzen, was mal mehr und mal weniger gut klappt. Die Unbeschwertheit fehlt. Unsere zwei Kleinen singen jeden Tag, der Vater im Himmel segne dich. Sie summen es ganz selbstverständlich vor sich hin, was uns immer wieder erfreut. Sie kennen das Lied von der Zwergenjungschau und ich glaube auch von den Andachten im Kindergarten. Wir haben heute Abend als Familie zusammen gebetet und Abendmahl gefeiert. Gern nehmen wir auch Gebetsanliegen auf. Ich schicke euch mein Lied gegen die Angst und den Trübsinn. Meine Freude, mein Licht. Was macht eine Kirchendienerin, wenn es zurzeit keine Gottesdienste gibt? Genau, sie malt Zahlen für die Flipchart zum Anschlagen für die Lieder und Psalmen. Die nächste Winterkirche kommt bestimmt. Guten Morgen! Die Feuerwehr möchte sich gerne in diesen merkwürdigen Zeiten am Sonntagsvideo beteiligen. Unsere 6 Kommandanten treffen sich regelmäßig, um über Schutzmaßnahmen für Mannschaft und Bevölkerung zu beraten und aktuelle Empfehlungen von Land und Bund umzusetzen. Es treibt uns nicht nur die Frage um, ob wir organisatorisch alles vorbereitet haben, sondern wie sich mittelfristig wieder ein normaler Übungsbetrieb aufbauen lässt und ob wir niemanden in der Gemeinschaft vergessen haben. Unser Motto: Gemeinsam mit Abstand an einem Strang ziehen. Eure Feuerwehrkommandanten Markus Dörzbach, Marcel Menz, Armin Katzenberger, Bernd Heid, René Faul und Alexander Ries. Ich arbeite in einem Zentrallager einer großen Lebensmittelkette. Von dort werden 580 Märkte und ca. 100 Araltankstellen beliefert. Damit sind wir eine der Branchen, an denen die Versorgung hängt.
Seit Montag, 16. März, haben wir bis zu 100% plus an Bestellungen. Damit solche Lieferungen auch kommissioniert und ausgeliefert werden können, ist alles, was möglich ist, im Einsatz. Auch muss ich nach meinen Eltern, beide schon über 80, bei mir im Haus zusammen mit meiner Schwester schauen. Meine Schwester mit Familie wohnt zwar im Nachbarhaus, arbeitet jedoch auch in der Lebensmittelbranche. Vor allem für meine Mutter ist es zurzeit extrem schwierig. Durch ihre steigende Demenz versteht sie die aktuelle Situation nicht mehr. Da alle Betreuungsmöglichkeiten wie die Lichtblickgruppe oder Seniorennachmittage ausfallen, versuchen wir sie irgendwie zu beschäftigen. Wenigstens beginnt langsam seit gestern die hohe Arbeitsbelastung im Lager etwas zu sinken. Ich arbeite bei einer Blumengärtnerei. Wir sind in dieser Zeit für unsere Kunden mit blühenden Pflanzen, Gemüsepflanzen und Schnittblumen da. Wenn man schon zu Hause bleibt zum Schutz, sollte man sich in den eigenen vier Wänden so schön und gemütlich machen, wie es nur geht. Eine Wohlfühloase für die Seele. Ich wünsche allen Gesundheit und Geborgenheit. Welch schöne Idee von euch, dass wir uns ein klein wenig beteiligen können. Meine Tochter vermisst den Kindergarten und ihre Freunde. Wir beten für all diejenigen, denen es momentan nicht gut geht. Sei es, weil sie am Virus erkrankt sind, einen lieben Mitmenschen verloren haben oder geplagt sind von Existenzangst. Wir freuen uns schon auf das nächste Video und wünschen allen bis dahin viel Kraft. Die Kinder haben gerade einen Regenbogen ins Fenster gemalt und singen dabei das Lied »Regenbogen, buntes Licht«. Ich habe gerade gelesen, dass alle Kinder einen Regenbogen malen sollen und den in ihr Fenster hängen. Wenn man dann spazieren geht mit seinen Kids, können sie diese zählen und wissen dann, wie viel andere auch zu Hause bleiben müssen. Macht doch einfach alle mit. Uns wurden zwei tröstende Botschaften von guten Freunden zugesandt. Eine musikalische und eine Kurzmeditation. Ein YouTube-Video, Through Music We Are Connected. Und eine Kurzmeditation. Nicht alles ist abgesagt. Sonne ist nicht abgesagt, Frühling ist nicht abgesagt, Beziehungen sind nicht abgesagt, Lesen ist nicht abgesagt, Zuwendung ist nicht abgesagt, Musik auch nicht, Fantasie nicht, Freundlichkeit nicht, Beten ist nicht abgesagt. Dem füge ich nichts hinzu, außer zwei Dinge. Danke. Das wird der nächste Drehort sein. Dann werden die Konfirmandinnen und Konfirmanden beteiligt sein. Und es geht um Jesus. Palmsonntag, die Karwoche beginnt. Aber ein Beitrag von euch fehlt noch. Den haben wir bis ganz zum Schluss aufgehoben. Für alle Kindergartenkinder des evangelischen Kindergartens, die wie alle Kinder immer noch zu Hause bleiben müssen. Ich sag schon mal, macht's gut und bleibt behütet. Und übergebe an Klaus. Hier ist es aber still. Hallo, Kinder, ich komme euch besuchen. Wo seid ihr? Frau Berli, bist du da? Ja, hallo. Wer bist du denn? Hallo, ich bin der Klaus. Hör mal. Ich will die Kinder hier besuchen. Weißt du, wo die sind? Ja, Klaus, die Kinder sind alle zu Hause. Der Kindergarten hat doch geschlossen wegen diesem Coronavirus. Oh, den kenne ich. Der ist schuld daran, dass ich meine Großeltern nicht mehr besuchen kann. Und ich vermisse die doch so. Hast du ihn vielleicht schon mal angerufen oder ein Bild gemalt und mit der Post gesendet? Habe ich gemacht. Und wenn ich mit denen telefoniere, dann bin ich nicht mehr ganz so traurig. Aber weißt du, meine Eltern haben es, glaube ich, auch nicht leicht. Ich bin den ganzen Tag zu Hause. Und meine Schwester, die muss auch noch für die Schule lernen. Ah, Mama und Papa müssen auch noch arbeiten. Und dann kümmern die sich abwechselnd auch noch um uns. Weißt du, ich glaube, die haben manchmal auch ganz schön Stress. Ja, Klaus, das glaube ich dir. Weißt du, das ist momentan für uns alle keine einfache Zeit.
Sag mal, hast du eigentlich dem Osterhasen Bescheid gesagt, dass er dieses Jahr nicht in den Kindergarten kommen muss? Klar, natürlich. Ich habe ihm schon Bescheid gesagt. Das ist gut, aber weißt du, ich glaube, die Kinder sind ganz schön traurig, weil sie dieses Jahr im Kindergarten kein Osterfest feiern können. Ja, daran haben wir Erzieherinnen auch schon gedacht. Und deshalb hatten wir eine Idee. Oh, es wird eine Überraschung für alle Kinder unseres Kindergartens geben. Deshalb müssen alle in der kommenden Woche in ihren Briefkasten schauen. Pah, toll! Das ist eine super Idee. Du, könntest du vielleicht auch an mich denken? Weißt du, mir ist manchmal auch schon ganz schön langweilig. Ja, Klaus, das glaube ich dir. Ich denke an dich. Prima. Aber jetzt solltest du auch nach Hause gehen. Du hast recht. Eigentlich sollten wir ja alle zu Hause bleiben. Dann mache ich das mal. Dann gehe ich nach Hause. Aber du, ich schaue nächste Woche in meinen Briefkasten. Und dann tschüss, mach's gut. Tschüss, Klaus. Tschüss, machst du auch gut. Liebe Kinder und Eltern unseres Kindergartens, macht ihr es auch alle gut. Und bitte bleibt gesund. Tschüss. Thank you.